Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Ride Alone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein Ründchen mitgurken wollt oder auch nicht. Jo, wie wir sehen können, hier steht ein Motorrad auf dem Berg im Sauerland neben mir. Es ist eine Aprilia Pegaso 650. Beziehungsweise 660, die hat einen Yamaha Motor drin von Minarelli mit 659 Kubik, hat also mit der eigentlichen Aprilia Pegaso, die von 97 an gebaut worden ist, ich glaube bis 2003, nichts mehr gemeinsam, sowohl fahrwerktechnisch, rahmentechnisch als auch motortechnisch. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein Yamaha XT 660 Motor von Minarelli, gebaut in Italien, konstruiert in Japan, verbaut in der Aprilia Pegaso, wie gesagt. Ja, mir hat die Maschine auf Anhieb gefallen und ich war auf der Suche nach einem Daily Driver, weil irgendwie vermisse ich sie doch, meine Freewind und meine Vespa. So ein bollerner Einzylinder für kurze Strecken durch die Stadt zur Arbeit. Ja, schön wendig und klein das Ding, aber nicht zu klein für meine Größe. Ich komme ganz gut zurecht, bin gerade schon ein paar Meter gefahren. Ist heute die erste Fahrt, ich habe es jetzt seit ein paar Tagen erst, vor ein paar Tagen auch erst angemeldet. Ist jetzt nicht mehr die allerschönste, im besten Zustand, aber dafür hat der Preis gestimmt. Was sagt ihr Leute? Daumen hoch oder Daumen runter? Schreibt es in die Kommentare, was ihr von der Maschine haltet. Ich finde es ja nicht schlecht, weil wie gesagt, mir kam es jetzt in erster Linie auf den Motor an. Ist ein super geiler Motor, hat 48 PS und ich glaube so um die 60 Newtonmeter oder 61, so um den Dreh, die geht schon ganz gut ab. Hat eine Wasserkühlung, ist kein luftgekühlter, so wie bei der Freewind. Ja, ABS hat sie natürlich nicht, aber dafür Brembo-Bremsen, vorne und hinten meine ich. Ja, einen schönen Doppelauspuff. Hat auch einen guten Klang, muss ich sagen. Mir gefällt's. Fahrtechnisch, Bremsen, alles wunderbar. Und wie gesagt, so für eine kurze Strecke zur Arbeit oder mal eben in eine Stadt oder ins Dorf Brötchen holen. Dafür ist sie bestens geeignet. Aber natürlich auch für eine etwas längere Tour hier durch das schöne Sauerland bei uns macht sie auf jeden Fall eine gute Figur. Ja, vorne Carbon-Schutzblech, das ist übrigens die Factory-Variante, die hat einen goldenen Lenker, goldene Speichenfelgen. Was macht die Factory-Version auch aus? Natürlich die Farbkombination, schwarz-rot, hat wie gesagt eine Brembo-Bremsanlage. Vorne, glaube ich, hat sie eine andere Bremsanlage drin wie die normale Version. Da gibt es ja die Aprilia Pegaso Strada Trail. Und wie gesagt, die Factory-Version, wie sie hier steht, die Strada, das ist, ich sag mal, die normale Version mit Gussfelgen und hat auch farblich ein anderes Design, keinen goldenen Lenker. Und dann gibt es noch die Trail-Variante, die hat Speichenfelgen und ich glaube vorne dann auch ein 19 Zoll Vorderrad und mit einem dünneren Reifen bestückt, also halt auf ja, Enduro getrimmt, hat auch einen Schnabel vorne dran. Aber so insgesamt sind die Maschinen sehr ähnlich. Jo. Schön, schön. Ich würde sagen, jetzt fahren wir mal ein Ründchen. Ich muss die Maschine selber noch ein bisschen kennenlernen. Wie gesagt, so die technischen Daten habe ich mich im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht. Und ja, ist in Italien gebaut worden. Der Motor ist in Italien gebaut worden. Wie gesagt, konstruiert in Japan. Ich denke mal, da kann nichts schief gehen. Ist ein sehr robuster Einzylinder, womit man auch so um die 100.000 ja, locker fahren kann. Ja, natürlich im Detail ist ein bisschen, also das Alter entsprechend, das sieht man hier schon an, dass sie 10 Jahre jetzt auf dem Buckel hat. Aber wie gesagt, die wird auch öfters bei mir draußen stehen, deswegen ist es nicht ganz so schlimm und so tragisch. Jo. Gut, würde ich sagen, fahren wir mal ein Ründchen.
So, los geht's, meine Lieben. Ja, ich bin so aufgeregt. Wieder eine neue Maschine am Start. Was heißt neu? Eine neue gebrauchte. Was haben wir heute? 17 Grad? 20 Grad? So um den Dreh? Also, heute Mittag waren es 20 Grad. 20 Grad. Ja, ich glaube, so mittlerweile schätze ich mal so 16, 17 Grad. Aber eigentlich ein Bombenwetter, muss man sagen. Perfekt fürs Motorradfahren. So, wollen wir los, Schatzi? Mhm. Erste Tour hier. Mit dem neuen Gerät. Oh, ich muss die noch putzen, ey. Ja, das Ding musst du auch putzen, das sieht so siffig aus. Aber dafür war der Preis gut. Ja. Muss man sagen. War ja fast geschenkt, ey. So, kein ABS, ein bisschen aufpassen hier beim Schotter. Und ich muss sagen, obwohl sie auch 48 PS hat, so wie die Freewind, kommst du? Ja, ich mache langsam. Ja, geht die Maschine doch einiges besser. Also weitaus besser, muss ich sagen. Also da war die Freewind doch ein bisschen lahmer im Anzug. So. Ja, fahren wir mal ein Ründchen zum Sorpesee, wa? Sind wir hier in der Nähe. Ja, eigentlich wollte ich mir noch einen Roller gekauft haben. So, wie gesagt, für die City, für den Weg zur Arbeit und für die kürzeren Strecken mal eben schnell wohin. Durchs Gewühl hier mit einem agilen kleinen Fahrzeug. Aber Roller, ja. Oh, hab ich verboten. Hast du verboten, genau. Entweder Vespa oder gar nichts, ne? Nee, gar nichts mehr davon. Ja. Du hast genug Spaß gehabt mit Roller. Ja, Roller, wenn man mal so überlegt, ich wollte mir so einen 125er gekauft haben oder 250er. Aber die sind dann auch meistens so, ja, ich sag mal, nach 30.000 Kilometern kann man die, glaube ich, wegschmeißen oder. Da fangen dann wirklich an die größeren Reparaturen. Da fangen dann wirklich die größeren Reparaturen an. Und hier beim Motorrad, die hat jetzt übrigens 20.000 Kilometer auf der Uhr. Also ist noch relativ fit hier vom Motor her gesehen. Ich denke mal, da kann ich noch locker 20, 30 draufhauen. 50.000 sollte auf jeden Fall halten. Und großartig irgendwie. Irgendwelche Probleme zu bereiten. Ja, und 125er Roller im ersten Augenblick habe ich mir gedacht, das wird eigentlich reichen. Klar, so für Stadt und kürzere Überlandfahrten reicht es auch meistens, aber so ein bisschen mehr Sicherheit und Leistungsreserve wollte ich dann doch haben. Vor allen Dingen diese kleineren Räder bei den Rollern, die hauen dann doch manchmal ganz schön aufs Kreuz. Und auf den Lenkerkopf. Und ja, sind zwar so ganz praktisch mit Helmfach und Topcase und Wind- und Wetterschutz, alles wunderbar, aber wie gesagt, sind so vom Komfort her, Abrollkomfort, nicht so wie ein Motorrad. Und wenn ich mir so die gebraucht Preise angucke von so 250er, 300er Rollern, ja, da kriege ich auch ein vernünftiges Motorrad für, was ja doppelt so lange hält, zumindest von der Fahrleistung. Apropos Fahrleistung, 48 PS ist natürlich auch wieder eine andere Hausnummer, die 15 PS oder 25 PS, da hat man wie gesagt noch genug Leistungsreserven, wenn man dann mal über Land fahren sollte, dass man dann mal schnell am Auto vorbei kann. Überholen kann, dass man nicht überholt wird. Das passiert leider doch schon hin und wieder mal, wenn man mal mit einer 125er unterwegs ist. Landstraße 100 erlaubt, man fährt seine 100, 110 und wird dann trotzdem überholt, nur halt aus dem Grund, weil man auf dem Roller sitzt. Bei manchen Autofahrern, da scheinen Rollerfahrer ein Dorn im Auge zu sein. Wenn die nur einen Roller sehen, der muss überholt werden, egal welche Kennzeichengröße er hat. Ob das jetzt ein 50er ist mit 45 km/h oder ein 300er, der ja angemessen die Höchstgeschwindigkeit fährt. Oh, schöner Unimog, muss ich sagen.
sehr schön restauriert. Der muss einfach überholt werden. Das ist so meine Erfahrung mit der Vespa damals. Deswegen habe ich die ganze Entscheidung wieder gekippt. Weil meiner Meinung nach ist Rollerfahren deutlich gefährlicher wie Motorradfahren. Allein aus diesem Grund, weil man halt im Straßenverkehr nicht so respektiert wird wie auf dem Motorrad. Das ist wirklich meine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren mit meiner 125er Vespa GTS als auch mit meiner 300er GTS. Egal wie schnell und zügig man davon fährt, lässt es die Situation zu, muss dann halt überholt werden. Ja, macht schon Bock das Ding. Und rauscht noch oder? Jetzt gerade nicht. War das bestimmt der Wind? Ach, keine Weil Ahnung. Ich bin eigentlich wirklich super zufrieden mit den Senas. Gut, man muss jetzt erstmal die ganzen Funktionen durchspielen. Man hat ja insgesamt quasi 3 Tasten zur Verfügung. Und mit verschiedenen Tastenkombinationen kann man dann die einzelnen Funktionen anwählen, aktivieren und deaktivieren. Da habe ich mich immer noch nicht schlau gemacht. Was war bis jetzt noch nicht nötig, ne? Schatzi, bis jetzt hat das ja eigentlich ganz gut geklappt. Wir sehen jetzt fast wieder so. Du bist laut, dann leise, dann wieder laut. Ja. Keine Ahnung. Ja, müssen wir das mal abstellen, die automatische Lautstärkenregelung. Wahrscheinlich ist die bei dir noch aktiv. Ja, jetzt wird es wirklich langsam frühlingshaft. Temperaturen stimmen schon soweit, wobei nächste Woche soll es wieder ein bisschen kühler werden. Und ausgerechnet am Wochenende von Anlassen sind es unten in der Eifel, ich glaube nur 5 bis 10 Grad werden uns da erwarten. Ich glaube maximal vielleicht 15 Grad, wenn wir Glück haben. Aber leider bewölkt. Wo ist das denn, ey? Oh Schatzi, wenn du Gas gibst, dann gib auch Gas, ey. Echt, ich geb dann Gas ein und dann lässt du abbremsen. Ja, ich hab gedacht, du stehst da noch, kommst nicht so schnell da. Da sind wir wieder am Sorpesee. Ja, morgen werden wir auch noch eine kleine Runde fahren mit dem Olli und mit dem Olli. Und im Anschluss werden wir dann bei uns in der Garage den Kettenöhler Cobra Nemo 2 bei ihm an der V-Strom installieren, montieren. Ich habe versprochen, da ein bisschen zu helfen. Ja, passende Schelle für den Rahmen hat er sich schon besorgt. Ja, und wie gesagt, nächstes Wochenende ist dann schon Anlass, ne Schatzi? Ja. Freue ich schon. Ja. Ja. Ja, Hauptsache bleibt trocken. Die Sonne wird scheinen. Und ein bisschen wärmer als 5 Grad sollte es schon sein. Ich glaube, es wird warm werden.
15 Grad Sonne. Zwischendurch mal ein laues Wölkchen. Ja. Da ist aber ganz schön wenig Wasser drin hier, ne? Achtung. Ganz schön wenig Wasser hier, ne? Wo ist das ganze Wasser geblieben? Der war doch letztens noch voll. Oder haben sie das hier ins zweite Becken reingegeben? Oh, eine Dorse Duo. Auch ein geiles Gerät. Aber als Schlampe zu kostbar und zu teuer. Auch gebraucht. Ich bin halt auch locker bei 5.000, 6.000 Euro. Ach, schön, Schatzi. Eine Triumph. No, eine Street Triple RS. Warum ist denn das so leer hier, das Vorbecken? Seltsam. Ja, ich würde auch sagen, wir machen jetzt wieder Feierabend hier mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen, die kleine Info hier zu meinem neuen Spaßgerät mit dem Namen Aprilia Pegaso Strada Factory. Oh, was ist denn da los? Stau? Ja, passt ja. Und ich verabschiede mich hier, Schatzi, du auch, ne? Ja, aber ich weiß, glaube ich, warum das Becken so leer ist. Warum? Die haben das... Ich meine, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass sie da am Reinigen waren. Dass sie da Sachen rausgeholt haben. Die haben es bestimmt abgepumpt. Das kann sein. Ja, was heißt abgepumpt? Die haben hinten einfach die Schleuse geöffnet. Ja. Oder so, keine Ahnung. Sollen wir mal durchfahren? Da bleiben wir so stecken. Das ist so richtiges Moor bestimmt. Ja, so. In diesem Sinne, meine Lieben. Wir sind nächstes Wochenende beim Anlassen. Video wird es darüber natürlich auch geben. Ich freue mich drauf und dann bis dahin, sage ich mal. Ne? Ciao, ciao.